So, jetzt können wir mal ihn hier anstören. Das ist zum Glück ganz in der Nähe. Unser Schiff muss größer werden. Die schlafen noch alle. Füttern. Futter für dich. Für dich gibt es einen Kaffee. Ja, du bist auch eine Aufhübschung deines Hauses. Das muss warten. Wo Summer ist, weiß ich ja. Zirpen. Und schnell zu überhören. Ein Schweinekotelett für Azul. Ja, ja. Gibt viel zu reden. Keine Zeit gerade. Tut mir leid. Das war vielleicht wichtig. Aber was soll's. Ja, ich habe was zu essen für dich. Ach, du brauchst gar nichts zu essen. Auch keine Umarmung. Dann nicht. Zur Schiffsvergrößerung. Yay. Nächstes kostet 16.000. Das kostet 18.050. 1.800. Also, da brauchen wir Eisen bauen. Und Füllstoff. Ja, kommen wir später wieder. So, jetzt ist der Platz für neue Bauten auf dem Schiff. Zum Beispiel für das für Astrids bescheidenes Heim. Nein. Nur in die Höhe und auch nach rechts und links bauen. Und nach rechts. Hier kommt das bescheidene Heim. Sehr bescheiden. Okay, Marmor und Aluminium bauen, keine Ahnung, wo wir es herbekommen. Ne, wir fahren auch nicht. Das Schiff wird vor allem immer höher. So viel Platz. Stella. Das ist ja unglaublich. Dieses Haus ist einfach fantastisch. Mhm. Weißt du, ich liebe einfach die einfachen Dinge. Mhm. Einfache Dinge, die mir ein gutes Gefühl geben und mir Wärme erfüllen.
Was will man machen mit Komplexität und Luxus? Kann ich gar nichts anfangen. Ich mag ganz kleine Häuser. So bin ich nun mal. Und zwar seit ich denken kann. Als ich noch jung war, hatte ich viele reiche und berühmte Freunde. Ich weiß schon, Künstler, Philosophen, Sportler. Ich war schon immer ein Magnet für die besten Leute, was kann ich sagen. Aber das hat mir damals schon nichts bedeutet. Und das tut es auch heute nichts. Deshalb habe ich vermutlich Giovanni geheiratet. Er war so sticht und doch elegant. So unverfälscht, aber auch unterhaltsam bescheiden. Und er hatte kein Geld. Daran hat sich vermutlich nichts geändert. Na gut, ich muss zugeben, ich vermisse ihn wohl. Ich weiß, dass es falsch ist. Ich weiß, dass es ein nutzloser Noob ist. Ich weiß, dass ich ihm jetzt sicher völlig egal bin. Aber ich kann ihn einfach nicht vergessen. Herr Wittfang, könntest du vielleicht mal nach der Post sehen? Vielleicht hat Olga etwas über ihn geschrieben, wie sie versprochen hatte. Es wäre wirklich lieb von dir. Vielen Dank, Stella. Das werde ich dir nicht vergessen. Bescheidenheit ist meine größte Stärke. Um wenigstens so auf das Wort setzen können. Da sind wir einmal tief gefallen. So, wir sollten noch Sachen aufbessern. Die Hütte hier. Ach, da ist er wieder. Voll aufgebessert, aufgebessert zu können. Na, dann ist sie ja zufrieden jetzt. Können wir Arthur noch was Tolles tun? Und gerade nicht. Hier können wir noch was tun. Ein Landhaus. Kleiderschrank. Die können wir nicht aufwerten. Hier auch nicht. Okay. Wundersam. Was gibt's bei dir? Das können wir doch verkaufen. Zu verkaufen. Das ist doch gut. Hier kann man nix. Jetzt haben wir doch 10.000. Wie brauchten wir nochmal für die... Wir stehen ja noch hier. Ich glaube, das war ein bisschen mehr, oder? Da brauchen wir noch Material, was wir nicht haben. 16.000, sind wir mal nah dran. Dann können wir das Schiff endlich ganz gigantisch machen. Das Material einfach nicht dazu. Das ist schon mal großartig. Wenn es noch 6.000 irgendwie hier kriegen könnten, können wir da gleich gigantisch werden. Aha. Cool.
verwöhnst mich ja richtig, Stella. Was für ein unglaubliches Möbelstück. Der ganze Raum wird gleich viel lebendiger. Ja, jetzt ist es viel gemütlicher. Und ich stecke sogar voller Kleider und Accessoires. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich mich das macht. Aber worauf fahrst du dann noch? Raus aus deinen alten, schmutzigen Klamotten. Such dir etwas Freshes aus. Oha. Neues Outfit. Wow. Neues Outfit für Stella. Das ist was Neues. Blaues Hemd. Interessante Wahl. Habe hier noch was. Ein roter Hut zum Beispiel. Eine andere Hose. Eine gelbe Hose zum Beispiel. Komplett neues Outfit. Okay, für die Katze haben wir noch nichts, aber Stella sieht neu aus. Das ist definitiv eine moderne Wahl. Interessante Wahl. Sehr jugendlich. Und wie wäre es mit etwas klassischerem? In der unteren Schublade sollte ein schönes Lavendel-Outfit liegen. Probiere es mal. Lavendel ist eine tolle Sache. Oh ja! Das will ich. Oh Herzchen, ist das nicht gleich viel besser? Du siehst so niedlich aus. Ich könnte dich glatt auffressen. Und du kannst noch viel mehr anprobieren. Keine falsche Schüchternheit. Kannst mich jederzeit besuchen. Ich habe die kleinen Modeschauen mit meiner Enkelin immer geliebt. Und was ist das? Du hast ganz unten in der Schublade einen Umschlag gefunden. Wie merkwürdig, aber spann mich nicht auf die Folter, öffne ihn. Was drin? Fotos und Briefe? Oh, das sind meine. Mir sind die denn dort gelandet, sehr rätselhaft. Sieh nur, das ist die Handschrift meines Mannes. Oh, ziemlich unleserlich, ich weiß. Er war nie besonders grazil. Dafür aber sehr geschickt und so voller Liebe. Schick, schick. Ja, ich mag Lavendel, Violett und Lavendel ist eine hübsche Farbe. Oh, und da, mein Garten hinter dem Haus. Siehst du die ganzen Bäume? Mein lieber Eugene hat es jedes unserer Kinder einen Glück gepflanzt. Und später auch für unsere Enkel. Wir hatten Bäume von Äpfel, Kirschen, Birnen. Ich weiß noch, wie meine Enkelin im Apfelbaum ihre Mutter gespielt hat. Wundervolle Erinnerungen. Oh, ich komme schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Geh nur, Schätzchen. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Ich meine, es ist während des Nacht geworden. Oh! Lavendelkatze. Prinzessin. Können wir vielleicht hier noch irgendwie. Der Hut wäre rot noch, deshalb wird das Outfit noch abrunden. Was meinst du, Juli? Roter Hut und Lavendelklamotten. Würde ich mal machen. Finde ich, das hat was. Ich bin so hungrig, ach was. Also, was du nicht sagst. Hühnchen. Und wo sollen wir das, die Zutaten dafür nehmen? Wo hast du den Huhn gesehen? Auch schön. Ich wollte gerade
Das Haus sieht viel besser aus. Als ob alles so eingerichtet wurde, um mich glücklich zu machen. Die Materialien, die Farbtöne, die Gemütlichkeit. Einfach perfekt. Du hast mir wirklich zugehört und diese schöne Kajüte für mich gebaut. Sieht auch mit rotem Mut interessant aus. Ja. Und die Lavendelkerze finde ich auch großartig. Diese schöne Kajüte für mich gebaut. Das werde ich nie vergessen. Innere Schönheit. Ja. Ein paar Achievements. Ich kann nichts pflanzen. Nur kochen kann ich jetzt vielleicht ein bisschen was. Oh, schade, ich kann Mais und Reis nicht kombinieren. Das ist echt schade. Mais und Rüben, mal schauen, was da rauskommt. So, dann gehe ich mal schlafen. Größer und größer. Ja, der Getreidesalat. Bevor wir zu der Insel fahren, wo wir eigentlich hin wollten, es tut mir leid, ich glaube, ich brauche nur einfach nur etwas Raum, ein bisschen Zeit für mich. Ich wusste, dass es keine gute Idee war, zu der Villa zurückzukehren. Tut mir leid, das hat nichts mit dir zu tun. Es war einfach nur liebenswert, seitdem du mich auf diese Insel gefunden hast. Ich muss nur eine Weile allein sein. Dann tu das. So, jetzt gibt es erstmal Futter. Hauptfütterung. Das ist edel für die feine Dame. Mhm.
Das ist ein Kaffee, was ich dir gerade gegeben habe. Genauso isst man einen Kaffee. Okay, sie ist satt. So, wie wär's für dich mal mit einem Fisch? Schweinekoteletts. So 16.000 Euro, um das Schiff zu vergrößern. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Irgendwo hin, wo es noch. Hier waren wir noch nicht. Machen wir wieder diesen Weg hier. Stellen wir das mal an. Sollten wir nicht nach Fugawa, sollten wir doch hin. Sollten wir dort was mache ich hier? Aber wir kommen eh durch den Sturm. Da gerade alles ruhig ist, können wir das doch perfekt nutzen und mal eine kleine Pause machen. So, aber schaut euch mal die Katze an hier in dem im Standbild. Schaut mir kurz die Katze hier. Das Standbild von der Katze. Was macht die gerade? Ist da? Was ist gerade mit der Katze los? Ist das so? Große Augen und also stehend. Das ist irgendwie, ich finde es irgendwie lustig. Das ist mir gerade aufgefallen. Die Katze hier im Standbild. Irgendwie anders komisch. Jetzt vorbei. Die war gerade im Rennen. Das war los. So, wir sind unterwegs. Wohin? Durch das Gewitter zu dem Leuchtturm hier. Da waren wir scheinbar noch gar nicht. Hikarishima Leuchtturm. Unterwegs will ich noch ein bisschen Geld bekommen. 16.000 wäre schon nice. Könnte man. Und das Schiff dann nochmal final vergrößern. Ich weiß gar nicht, wo wir dann noch hinbauen sollen. Das sind wir hier. Und hier noch weiter bauen, ist da. Viel Platz haben wir auch nicht mehr, wenn wir was vergrößern. Selbst wenn wir. Oh.
So fangen wir ein paar Witze ein. Da gibt es ja auch nochmal ein bisschen Cash. Gefüllten Witz können wir auch sehr gut verkaufen. So hoch wie das hier ist, das ist doch kein Wunder, dass hier Witz einschlagen. Nicht neben dem Schafsstall. Das arme Schaf. Schon vorbei? Sieht so aus. Hm, 11.000, ja, das geht ein bisschen langsam voran. Wir schrammen hier immer wieder hier ran, wobei ich ja, immerfort, die will ich gar nicht besuchen. Da ist es wieder Abschied. Was heißt wieder? Und wir haben noch gar nicht Abschied genommen. Müssen wir da irgendwann freiwillig hinfahren oder wie sieht das aus? Zwingt das Spiel das dann uns dann irgendwann dazu, dass indem wir einfach die Quest kriegen, wird dazu liefern. Ein bisschen Fäden machen. Ja genau, da gibt es dann eine Quest für. Oh je. Das will ich ja gar nicht. Grausam. In Atul und Co. die dann alle loswerden müssen. Das würde grausam. Ich bin dann keine Summer mehr. Für die Pflanzen, was spielt. Kein Ab, kein Arzul mehr. Exquisite Speisen verlangt. Nur volle Stoff. Oh.
auch mal wieder Zeit, dass wir das machen hier. Da kommt eine andere. Nein, Stoff kommt da raus. Ich hoffe, das dauert noch ein paar Streams, bis wir die, bis wir unsere Gäste entlassen müssen. Aber es sind schon einige, die hier schon. Es sind schon ein paar Leute, die länger auf dem Schiff sind. Wir können es vielleicht mal bald. Sollten wir uns vielleicht mal vorbereiten, dass das mal bald unsere ersten Gäste hier seit Anbeginn des Let's Plays da sind. Passend dazu, ich muss auch los, aber ich wünsche noch viel Spaß beim Spielen. Oh, ja gut, dann muss ich mich leider von dir verabschieden. Ja, viel Spaß bei auch immer, bei was auch immer, was du vorhast, was du machst. Vielleicht schaffe ich es nachher nochmal reinzuschauen. Dann freue ich mich auf dich. Wenn nicht, dann hab ein schönes Wochenende. Wenn du heute nicht mehr vorbeikommst, sehen wir uns dann am Sonntag wieder zum großen Spielabend, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da gibt es dann wieder Demos. Aus besseren oder schlechteren Games. Bis später oder bis Sonntag. Genauso. Oh, wir sind da. Ne, Insel haben wir auch gesehen. Hikashima-Leuchtturm entdeckt.